10 Uhr und ich habe hier gerade Zähne geputzt. Und dann kommt da erstmal so eine Ziege um die Ecke. Ich mache jetzt ein Zeichen mit dir. Hey! Yo! Ohne Scheiß, das ist mit Abstand bisher mein Lieblingsort auf der ganzen Insel gewesen. Ich glaube auch nicht, dass es hier noch, also dass es jetzt noch geiler werden könnte. Heller hier drin, als ich dachte. Ja, auf jeden Fall. Weil die Steine hell sind. Sandstein. Krass. Wahnsinn. Oh, geht. Geil. Ist das geil. Das irgendwie mitten in so einer Landschaft. Ich bin echt sprachlos, weil egal, wo man irgendwie in Mallorca ankommt, wirklich, man dreht sich 360 Grad oder 180, man findet mindestens drei geile Punkte. Drei geile Spots, die man fotografieren will. Ja, die man einfach schön findet. Das ist einfach mega geil. Weil wir den Sprit schon komplett bezahlt haben. Weil wir den Tank leer kriegen müssen. Ja, damit sich das lohnt. Klar. Nice. So, wir sind jetzt kurz vor Osten angekommen. Hintergrund ist noch ein fettes Gebirge. Wir haben jetzt eine falsche Ausfahrt genommen. Wir wollten eigentlich auf die Berge. Ja, da hätten wir noch ein bisschen weiterfahren müssen. Hier gibt es jetzt nicht so die Verbindung. Aber wir sind jetzt irgendwie in die Richtung des Strand und wir sind in so einem Wohngebiet gelandet, wo irgendwie ziemlich nice Häuser sind. Als Beispiel mal das hier oder die daneben. Ziemlich fett. Wir gehen jetzt da hinten runter einmal an den Strand und schauen uns das mal an. Na, warte, ich mache das mal nice and tight hier. Flashback zu meiner Ansage in Porte Poyensa. Basti hat den Auftrag, sich ein Gucci-Portemonnaie aus Mallorca mitzubringen. Ein echtes? Budget, sagen wir, 20 Euro. Ich bin fündig geworden. 12 Euro. 12 Euro für Lag ein Gucci-Portemonnaie. Statt 280. So, wir sind jetzt auf jeden erstmal ein bisschen gesättigt. Da hinten ist ein Haus, das hat irgendwie so einen Leuchtturm dabei, als kleines Gimmick. Das ist ganz geil, ist ein bisschen weit weg. Das ist irgendwie so, ja, ich habe es gestern schon gesagt, ich habe es heute wahrscheinlich auch schon gesagt. Ich hätte nie damit gerechnet, dass Mallorca so aussieht, wie es aussieht und dass es so schön ist, wie schön es halt eben ist. Ja, irgendwie schon fast so ein Geheimtipp, ne? Einige Ecken zumindest. Ja, also ja, klar, einige Ecken, aber... Buch dir einen Flug und Mallorca ist unterschätzt. Flieg nach Mallorca. Vor allem sind die Preise ganz geil hier. Ab Hamburg kannst du ab 15 Euro fliegen. Wenn man früh genug bucht. Ja. Wie wir. So, kleines Update. Wir sind jetzt, wo habe ich meine Karte hingelegt? Da sind wir, da oben. Und wir wollten hier eigentlich ein bisschen rumdüsen auf den Berg rauf, aber wir kommen da nicht weiter hin, weil da Naturschutzgebiet ist und da kann man nur hinwandern. Und es sieht jetzt nicht so spannend aus, deswegen sagen wir fahren jetzt hier über Arta nach Cap de Pera an den östlichsten Punkt Mallorcas und werden uns da nochmal ein bisschen wandernd vergnügen und dort wahrscheinlich dann auch für den Rest des Tages bleiben. Wir sind jetzt gerade in einem Hyper-Touri-Ort angekommen und ich habe mir vorhin ein Haribo, ich habe es schon aufgemacht, Funky Mix gekauft. Und original, da ist alles drin, was ich geil finde. Warum gibt es das nicht in Deutschland, den Funky Mix? Ja, und jetzt gucken wir uns das hier mal ein bisschen an. Der Strand soll sehr schön sein. Ja, ich bin mal gespannt. Wir haben schon 17 Uhr wieder. Irgendwie die Zeit vergeht sauschnell, weil wir ja auch viel im Auto sind. Immer mal anhalten, um ein paar Fotos zu knipsen. Wenn ihr die sehen wollt, checkt mal mein Instagram aus. Bei den ganzen Bildern ist auch der Basti verlinkt. Da könnt ihr auf jeden seine Instagram-Bilder checken.
Ja, das ist auf jeden Fall sehenswert, was er da so abliefert und was er da so macht mit seiner süßen großen Canon. Ja, das ist tatsächlich das Mallorca, wie ich es mir vorgestellt habe, so mit Liegestühlen am Strand und keine Ahnung, Touris, ja, krass, aber wenn man sich dahin umguckt, sieht das alles wieder sehr geil aus mit den Dünen und den Bergen. Und da vorne ist schon wieder so ein Bunker. Willst du jetzt reinrobben? Alles klar. Ach, geil. Ja, krass. Jo, hier ist sogar noch ein Holzrahmen, ne? Da war mal ein Fenster drin. Oh, fuck it. Ja, krass, dann mal los. Es ist auf jeden Fall nichts für Leute mit Platzangst, aber ziemlich geil. Oh, wirkt auch alles noch recht stabil. Das ist totaler Wahnsinn hier. Wir laufen jetzt gerade auf den Berg hoch. Wahrscheinlich schaffen wir es nicht ganz, weil die Sonne halt schon fast am Untergehen ist. Und wir wollen nicht, ich habe mein Handy zum Beispiel nicht mit und wir wollen nicht im Dunkeln wieder hier runtersteppen. Aber schauen wir mal, wie weit wir kommen. Und das Geilste ist irgendwie, wir sind mitten auf dem Berg und sind umgeben von 10.000 wilden Ziegen. Basti ist hier schon am Fotografen. Ich habe leider nur das Superweitwinkelobjektiv mit dem ich halt filme. Sonst würde ich da auch ein bisschen Beauty-Shots mitmachen von diesen süßen Ziegen. Aber vielleicht komme ich ja mal ein bisschen näher ran. Wie so ein Schwamm. Wir klimmen hier gerade noch so eine Felswand. Ich bin gerade in so einen Dornbusch abgerutscht. Auch und original, alles was hier wächst, hat auch Dornen außer halt das Gras. Und alle Steine, die hier sind, sind scharfkantig oder glatt. Wir werden jetzt noch bis da vorne an diese Ecke laufen und dann den ganzen weiten Weg wieder zurück. Also, das hier soll unser Rückweg werden. Das stand nicht im Vertrag, nee. Ja, hier unten wollen wir lang, da hinten müssen wir hin. Das wird ziemlich nice. Ich glaube, das ist in echt sieht das ein bisschen extremer aus. Der Untergrund sieht ungefähr so aus. Ja, aber wir haben es uns ausgesucht. Ja, auf jeden. Von oben sah es nicht halb so wild aus. Das wird aber geil. Interessant, extrem, aber geil. So, wir haben unseren nächtlichen Spot hier erreicht. Und zwar ist es der östlichste Punkt von Mallorca. Und wir sind genau am Leuchtturm. Man sieht es leider nicht, weil meine Kamera nicht so ISO-stark ist. Das ist unser Auto und das ist der Leuchtturm, der hier so ein bisschen rumleuchtet. Ja, wenn man das so scharf stellt, sieht man vielleicht, dass es ein Leuchtturm ist. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Was euch besonders gefallen hat, schreibt mir in die Kommentare. Und wenn ihr irgendwelche anderen Wünsche habt oder irgendwas anderes wollt, schreibt das auch in die Kommentare. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach unten. Tschüss.